Kann man sich Haare selbst färben? Geht das überhaupt? Ist das möglich? Jetzt im Video zeige ich euch, wie ich meine Haare färbe, wie du das zu Hause selbst machen kannst wie ein Profi und dir anschließend noch so tolle Highlights setzt und ja, viel, viel Geld damit sparst. Das kommt jetzt. So, als erstes nehme ich mir hier von Ebelin einen Färbekamm. Da ist auch gleich ein Kamm dabei und es ist eben hier vorne der Pinsel. Dann gehe ich einmal hier durch und teile mir zuerst einen Kreuzscheitel ab. Das heißt also, von der Mitte ziehe ich bis nach hinten einmal durch, entweder mit der Spitze, das geht relativ einfach, einen Scheitel. Dann scheitel ich mir nochmal von der Mitte des Kopfes bis zum Ohr den nächsten Bereich. Und um das so ein bisschen einfacher mir auch selbst zu machen, da drehe ich mir hier vorne den Bereich, mache das hier so einen ganz kleinen Dutt und nehme mir hier so diese kleinen Klipse. So, und so stecke ich mir jetzt vier Partien ab. Drehe das hier einmal, nehme den nächsten Clips und stecke mir das wieder fest. So habt ihr einfach eine bessere Arbeitsfläche und nicht so viel Haare auf einmal. Im Übrigen fängt der Friseur auch so an mit einem Kreuzscheitel und geht erstmal an diesem Kreuz entlang am Haaransatz und färbt. Wenn das nicht exakt gerade ist, ist das auch nicht so schlimm. Es geht ja einmal darum, sich die so ein bisschen abzuteilen. Sieht ja ein bisschen lustig aus, aber wir sind ja unter uns. So, hier habe ich dann die fertige Masse und das Ganze habe ich so gemixt, indem ich einmal die Farbe und den Entwickler zusammen geschüttet habe und dann mit dem Pinsel hier einmal gerührt habe, sodass es keine Klümpchen mehr ergibt. Und bevor ihr jetzt anfangt, ist es immer gut, dass ihr den Ansatz schützt. Nehmt euch eine schöne reichhaltige Creme und gebt euch das hier vorne auf den Haaransatz. Vor allen Dingen, wenn ihr im dunklen Bereich färbt, wenn ihr zum Beispiel jetzt braunes Haar habt, so einmal hier entlang, um die Haut hier am Ansatz zu schützen. Ich fange immer vorne an zu färben und arbeite mich dann, wie gesagt, einmal nach hinten durch. So, hier habe ich jetzt meine Schutzcreme. Und was auch ganz wichtig ist, bevor ihr anfangt, immer einen Allergietest machen. Den könnt ihr hier neben, hinter dem Ohr mit der angerührten Farbe machen. Ihr braucht dann nicht die ganze Farbe dafür anzurühren, denn einfach nur von jedem Produkt einfach nur einen kleinen Hub. Oder ihr macht es hier in der Armbeuge. So, Allergietest ist gemacht. Ich vertrage das Produkt. Dann starten wir. Und zwar nehme ich mir jetzt hier diese Handschuhe. In der Packung, in dieser Packung von Garnier Nutrice sind eben diese Handschuhe. Mir persönlich sind die zu groß, deshalb nehme ich mir immer hier diese etwas kleineren, weil die einfach an den Händen besser anliegen. Wer jetzt zum Beispiel vielleicht besser zurechtkommt mit einem Pinsel ohne Kamm, die gibt es natürlich auch, ne? Der eine kommt halt hier besser zurecht, der andere damit. Ich nehme jetzt diesen kleinen Pinsel. Nachdem ich das wirklich gut gerührt habe und keine Klümpchen mehr sind, schaue ich, dass ich also einfach hier so in die Farbe einmal eindippe. Dann gehe ich nach vorne mit einer Hand, halte mir das am Haaransatz fest und streiche mir nur über den Ansatz. Versucht nicht so arg in die anderen Haare reinzukommen, wenn ihr eben auch nur den Ansatz färben wollt. Dann nehme ich mir hier das erste Passé, gehe hier einmal am Scheitel entlang und zieht euch das andere Passé einmal immer so zur Seite. Da ist euch überlassen, ob ihr immer eine gerade Linie zieht. Das ist in der Regel etwas einfacher, wenn ihr das selbst färbt. Oder der Friseur würde jetzt mit dem Dreieckspassé hier hinten quasi sich so vorarbeiten. Schaut, dass ihr das nicht allzu breit abteilt und wirklich nur an die Ansätze gebt. So schützt ihr das andere Haar,
in den Längen und Spitzen. Und es geht ja wirklich nur daran, das seht ihr hier vorne, was ihr halt jetzt eben einmal anfärben möchtet, wo die grauen Haare sind, wo die dunklen Haare sind. Und so arbeitet ihr euch Stück für Stück, Zentimeter für Zentimeter, einmal zum Ende von dem Passé durch. Ihr seht, wenn ihr das ordentlich abteilt, könnt ihr wirklich ganz genau hier an den Ansätzen präzise arbeiten und färbt es ganz schön weg. So, das geht eigentlich relativ flott, wie ihr seht. Gut, jetzt mache ich das natürlich in der Regel immer alleine und ja, habe das halt auch so in der Corona-Zeit machen müssen, als dann eben auch alles geschlossen war. Ja, und man doch so ein bisschen auf sich alleine gestellt war. So, dann hier im unteren Bereich am Ohr streiche ich jetzt hier nach oben und gehe auch hier an dem Ohr entlang. Dann nehme ich mir diese ganze Ecke zusammen, kämme das hier etwas hoch. Locker so ein bisschen auf, drehe mir das jetzt, um halt mit den anderen Haaren nicht so in Kontakt zu kommen. Und gehe jetzt nochmal gründlich an den Ansätzen hier vorne entlang. Die meisten grauen Haare in unserem Alter sind natürlich hier an den Schläfen und oftmals auch hier so an dieser Ecke. So, jetzt ist die eine Seite schon mal fertig. Jetzt geht es an die andere Seite. Hier nehme ich mir wieder den Scheitel und teile mir wieder Passé für Passé die Ecken ab. Wie gesagt, also ob ihr das jetzt hier schräg nach vorne nehmt oder ob ihr das an dem Scheitel entlang macht, das ist jedem selbst überlassen. Die einen kommen so, die anderen kommen so einfach besser zurecht. Ja, dann fragt ihr euch wahrscheinlich, wieso benutze ich als Friseur nicht die Friseurhaarfarbe? Ja, für mich war es halt eben auch ein Problem in der Corona-Zeit, eine passende Haarfarbe zu finden. Dann habe ich mich in der Drogerie mal umgeschaut und wir konnten ja nun auch selbst in den Friseurgroßhandel nicht. Und ja, die Farbe war aufgebraucht, die ich sonst so zu Hause hatte. Und ja, dann habe ich mich damit mal beschäftigt und kam eben auf Garnier Nutrice und dachte, oh, das probiere ich einfach mal aus. Und ich muss sagen, also ich habe so viele Komplimente im Anschluss für die Haarfarbe bekommen. Und man fragt mich immer, Dunja, was benutzt du denn eigentlich für einen Ton oder für eine Farbe? Und dann sage ich immer, das ist die 90 von Garnier. Und anschließend setze ich mir dann eben auch noch ein paar Highlights. Ja, so entsteht halt eben die Farbe. Das geht für mich sehr gut für zu Hause. Das klappt super gut. Man braucht ja einfach auch nur die zwei Mittel zusammenzukippen, die Haarfarbe und den Entwickler. Und ja, schon ist man fertig. Und es deckt halt das Grau recht gut ab. Und was es eben auch macht, das etwas dunklere Haar, denn mein Ansatz ist ja ein bisschen dunkler, der ist jetzt so auf einem 7-0 mittelblond mittlerweile. Und ja, das hält natürlich auch etwas auf und deckt das graue Haar ab. Und ich persönlich bin da sehr mit zufrieden und bleibe da auch aktuell dabei. So, jetzt bin ich hier wieder vorne an dem Bereich der Schläfen. Hier nochmal schön auch auftragen, denn wie ihr seht, habe ich also hier das graue Haar, was also wirklich auch schön abgedeckt werden soll. Und dann pinsel ich mir das hier eben einmal so entlang. Ja, ich habe ja letztens ein Video gemacht, wie man das Haarefärben ein bisschen rauszögert. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gesehen habt. Ja, es ist immer wieder toll. Also selbst wenn wir Kunden haben, die regelmäßig zum Färben kommen, ist es immer so, ausgerechnet hast du dann gerade ein Fest oder hast irgendwie was vor,
Wenn du ja schon deinen Friseurtermin hast und hast schon ein bisschen grauen Ansatz oder stört dich halt einfach und ausgerechnet ist dann noch was. Und ja, man kann natürlich nicht immer perfekt aussehen, aber wenn man sich da nicht wohlfühlt, ja, schaut doch einfach mal rein. Gibt es viele Möglichkeiten, wie ihr dann so kurzfristig, entweder für einen Tag oder ein paar Tage, das entweder rauszögern könnt oder für so eine Gelegenheit dann trotzdem perfekt aussieht und ja, euch dann nicht ärgern müsst, dass der Friseurbesuch noch nicht ansteht. So, hier bin ich wieder mit meiner Ecke fertig. Fasse mir das jetzt wieder zusammen. Ja, das nimmt euch sehr viel ja, ab, indem ihr die halt hier schön so in diese Viertel teilt. Es ist einfach ein bisschen übersichtlich, ja, und für euch einfacher. Dann, wie gesagt, hier nochmal am Ansatz entlang. Wenn ihr jetzt eine dunkle Farbe auftragt, müsst ihr auch schauen, dass ihr hier vorne, ihr habt das zwar schön eingecremt, aber dass ihr dann euch vielleicht ein Kleenex-Tuch nimmt und nochmal hier so ein bisschen entlang geht, dass ihr nicht so viel Farbe auf der Haut habt. Aber da gibt es zum Beispiel auch tolle Tücher in der Drogerie, wo ihr dann die dunkle Farbe auch besser von der Haut wegbekommt. So, das wäre das Ganze jetzt schon mal ziemlich ordentlich im vorderen Bereich. Und jetzt gehen wir mal einmal rum und dann zeige ich euch, wie ich das hinten noch mache. So, die Ansätze sind jetzt überall gefärbt. Wir sehen uns in einer halben Stunde. Da wird das ausgespült und jetzt noch ein Tipp von mir, wenn ihr hier in den Längen und Spitzen vielleicht sogar auch noch ein paar Highlights drin habt, dass die Haarfarbe, wenn ihr sie nachher auswäscht, nicht über diese Haare rüberläuft, könnt ihr noch mal hingehen. Hier gibt es ja noch mal diese Packung, die dabei ist. Gebt euch so ein bisschen was hier in diese Längen rein. Zeige ich euch mal. Und so könnt ihr vor dem Ausspülen nochmal die Längen und Spitzen einmal schützen und die Farbe läuft euch nicht so sehr in die Längen und Spitzen rein und die Highlights, die ihr dann vielleicht dort habt oder die helleren Haare, die ihr schützen wollt, die sind dann geschützt. Ja, gleich geht's weiter. Halbe Stunde. So, da bin ich wieder und ich wollte euch jetzt mal das Ergebnis zeigen. Also ich bin schon sehr zufrieden. Die Haare sind schön geschmeidig. Ich habe das jetzt mit Shampoo zweimal ausgewaschen und habe dann auch noch eine Spülung drauf gegeben. Und ihr seht, ich habe hier ja noch so ein paar Highlights vom letzten Mal drin. Das heißt also, bei jedem zweiten Mal Ansatzfärben setze ich mir noch ein paar Highlights. Und ja, ihr seht, also die Farbe wäre so jetzt schon ganz schön. Das Haar, das glänzt schön, das ist geschmeidig und ja, jetzt geht's weiter. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich so ein paar Highlights noch setze. Für meine Strähnchen benutze ich jetzt hier von Nutrice dieses Highlighter-Set. Und zwar ist ja da erstmal ein Shampoo mit drin, dann ist hier eine Aufhellungspuder und eine Entwicklermilch und die werden zusammengerührt. Das könnt ihr jetzt gerade sehen und das ergibt jetzt hier diese schöne Paste, womit ich mir jetzt gleich die Highlights mache. Ihr könnt handelsübliche Alufolie verwenden. Dann könnt ihr euch hier solche kleinen Alufolie-Stücke, die oben noch einmal umgeknickt werden, damit die so ein bisschen verstärkt sind. Die könnt ihr nehmen und könnt euch die jetzt gleich anlegen. Natürlich könnt ihr auch hingehen und könnt also diese Highlighterpaste auch mit einem Kamm oder es gibt hier noch so ein Bürstchen dazu, könnt ihr euch die einfach auch hier so reinkämmen mit dem Bürstchen. Also ich habe die lieber jetzt so ein bisschen mehr noch am Ansatz, aber ihr könnt das natürlich auch bei einer dunklen Haarfarbe machen und dann bekommt ihr so ein bisschen karamellfarbene Strähnchen und ja, könnt die dann eben auch wieder auswaschen, auch in die Spitzchen rein. Aber ich zeige euch jetzt hier, wie ich das immer mache bei meinem Haar. Über den Scheitel möchte ich so ein paar Strähnen haben und deshalb teile ich mir jetzt hier erstmal so ein Rechteck ab. Haare sind natürlich jetzt ein bisschen weich. So, da verwende ich meine Klipse jetzt wieder.
teile mir das jetzt hier so an den Seiten ab, gehe einmal für zwei, drei Strähnen hier in die Seiten, drehe mir die, klipse mir die oben fest, dann nehme ich mir meinen Kamm und häkel mir hier direkt an meiner abgeteilten, an meinem abgeteilten Passé so eine Strähne weg. Das heißt, ich habe immer hier so eine Lücke dazwischen und das andere Haar nehme ich dann mit. Ich zeige es nochmal. Also ich gehe einmal hier rein, wieder raus, so als würdet ihr die so raushäkeln. Dann setze ich mir die Folie runter und schaue, dass ich relativ gut hier am Ansatz bin. Nehme mir den Pinsel und setze den hier oben einmal an. Lasse das nach unten so ein bisschen auslaufen. Dann knicke ich die Folie einmal. Das knistert bestimmt jetzt in meinem Mikrofon. Ja, und habe hier schon so meine erste Folie. Dann nehme ich das hier wieder weg. Und zwar seht ihr, dadurch, dass ich das immer regelmäßig mache, ist natürlich mein Ansatz hier noch etwas dunkler und hier fangen meine Strähnen an. Und deshalb schaffe ich jetzt bei jedem zweiten Mal den Ausgleich zu den Strähnen, die ich ja schon habe. Seht ihr das? Nimm die auch so ein bisschen dicker, gar nicht so sehr fein und auch nicht so viele, weil ich ja nur so ein paar Highlights haben möchte. Das da drüben ist ein bisschen zu viel, den nehme ich nochmal weg. Schau mir das natürlich jetzt auch immer erstmal an, ob das so passt. Lege die hier nochmal drunter, nehme den Pinsel mit der Creme, trage das sorgfältig auf und lasse das nach unten hin, weil ich ja hier die hellen Haare habe, lasse das also auslaufen. Dann klippe ich die hellen Haare so ein bisschen zur Seite weg, damit ich die hier rauslasse. Und mache mir hier so ein kleines Paket. So, das Ganze mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Seht ihr, ich habe jetzt hier so eine ziemlich gerade Linie. Und häkel mir jetzt hier meine Highlights raus, die auch so ein bisschen dicker sind. Lass die hellen Spitzen unten raus, packe mir wieder hier so ein Paket und weiter geht's nach oben. Natürlich könnt ihr euch zu Hause auch immer helfen lassen, auch beim Färben. Es gibt also ja in der Familie oder auch im Freundeskreis oft jemand, der halt so ein bisschen geschickter ist oder auch Lust hat, euch vielleicht zu helfen. Und ja, vielleicht ein bisschen so zur Hand zu gehen, besonders so im hinteren Bereich. Da ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger. Die Einwirkzeit, die könnt ihr regulieren, je nachdem, wie hell es werden soll, zwischen 15 und 30 Minuten. Dann lasse ich die wieder raus. Pack mir mein Paket wieder ein. So schaut, dass ihr hier ziemlich zieht, dass ihr hier eine schöne glatte Fläche habt. So, und gleich geht's weiter mit hier oben. So, dann geht's an den Oberkopf. So, die setze ich jetzt dahinter, lege mir die drauf. Und normalerweise mache ich das mit dem Spiegel, aber ich zeige euch das ja dann hier. Ihr könnt das auch mal dann einfach so kippen. Haltet euch das hier oben fest und geht jetzt hier an den Ansatz.
Das Ganze wird wieder eingepackt. Das nächste Passé wieder gerade. Hier vorne schaut ihr, dass ihr euch die Haare so ein bisschen aus dem Gesicht auch rausnehmt. Ihr müsst ja auch sehen können, was ihr da macht. So, die ist hier zu dünn geworden. Dann nehme ich noch mal ein bisschen was dazu. Legt das wieder an. Erstmal hier auf die Mitte drauf. Das Ganze wieder nach oben kippen und an den Ansatz gehen. Paket einpacken. Und wieder ein paar Strähnchen rausnehmen. Wenn ihr das jetzt nicht einpacken möchtet, dann könnt ihr euch auch hier so eine Folie einfach drauflegen. Ja, und dann kommen die letzten hier vorne. Vielleicht ist es für den einen oder anderen natürlich einfacher, das einfach nur rein zu kämmen in die Haare. Aber so kann man es natürlich ein bisschen präziser am Ansatz machen. Es geht auch ganz gut, dass man das raushäkelt und ein anderer schaut, dass man da halt hier schön am Ansatz ist. So, die letzten. Finde ich ganz schön, dass zum Gesicht hin so eine hellere Strähne auch irgendwo ist. Und ja, die mache ich jetzt hier mal so ein bisschen dicker. So, und wir sehen uns in 20 Minuten wieder. Hier seht ihr jetzt das fertige Ergebnis und ich finde, das kann sich durchaus sehen lassen. Ja, schaut euch mal an, wie schön die Farbe glänzt und wie toll das geworden ist hier mit diesen einzelnen Strähnen. Das finde ich wirklich super gut und sehr gelungen. Ich denke, dass ihr das zu Hause auch hinbekommt. Schaut mal, dass ihr die Produkte auch miteinander kombinieren könnt. Ja, und wenn ihr sehen wollt, wie man so schöne Locken macht oder wie man die Haarfarbe, wenn man jetzt zum Friseur geht, auch verlängern kann und sie ein, zwei Wochen hinauszögert, denn wir wollen in der Zeit ein bisschen Geld sparen, dann schaut euch das andere Video an, was ich euch eingeblendet habe. Und sonst sage ich vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Tschüss, ihr Lieben, bis ganz bald.